Ich habe mit 9 Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen, weil ich schon immer Rockstar werden wollte und war aber auch gleichzeitig schon in der Hip-Hop-Szene aktiv. Als man dann älter wurde und dann in die ersten Jugendclubs gegangen ist, hat man dann die ersten DJs gesehen und hat sich dann gedacht, irgendwie ist das relativ cool, was die machen und die können eine komplette Crowd unterhalten. Und dann war das relativ schnell für mich klar, dass ich DJ werde und habe mir mit 14 dann die ersten Plattenspieler gekauft. Also professionell, so richtig hardcore professionell, wären es jetzt 18 Jahre. Aber ich habe dieses Jahr mein 20-jähriges, das heißt 20 Jahre, die ich jetzt auf Partys auflege. Die Abwechslung. Ich mag es, Musik zu spielen, ich mag es, neue Musik zu entdecken. Ich liebe es, wenn Menschen Spaß haben, wenn man Menschen tanzen sieht, wenn man der Grund ist, warum Menschen Spaß haben in einem Club. Das ist so eigentlich das Hauptattribut, warum ich gerne DJ bin. Teilweise, wenn man relativ viele Bookings hat, ist das, wenn man an einem Wochenende komplett durch auflegt und dann in verschiedenen Orten auflegen muss, der Schlafmangel, das Reisen, aber auch manchmal das Publikum in verschiedenen Clubs, weil Club-Attitüde ist leider heutzutage nicht mehr so am Start, wie sie vor 15 Jahren noch da war. Grundsätzlich ist es das Publikum, wenn das Publikum Spaß hatte, wenn der Club voll war, wenn der Vibe gestimmt hat und wenn ich auch mit mir zufrieden war. Ich bin relativ selbstkritisch, ich gehe an einem Abend nach Hause, lasse mir den ganzen Abend nochmal durch den Kopf gehen und denke mir so, da hast du so 20 Minuten relativ nicht so gut performt, dann bin ich weniger zufrieden mit einem Abend, aber wenn ich dann komplett glücklich nach Hause gehe und sage, wow, ich habe gut geliefert und das Publikum hat gut geliefert, dann ist es wirklich ein Top-Abend. Es ist im Endeffekt relativ viel Vorbereitungsarbeit als DJ. Das ist das, was die vielen Partygänger gar nicht so mitbekommen. Die denken halt, ich stehe auf, keine Ahnung, gehe ins Wellness, trinke mich warm und gehe total angeheitert in den Club. Vor so einem Wochenende ist es relativ viel Arbeit vorbereiten. Man legt sich neue Sets zusammen. Jede Stadt ist auch anders. Also wenn ich in Erfurt auflege, kann ich nicht das Set genauso in Chemnitz spielen oder in Berlin, weil das Publikum komplett konträr ist zu dem Publikum hier in Erfurt. Das heißt, man versucht sich neue Songs wieder rauszusuchen. Man guckt sowieso täglich nach neuer Musik. Man versucht neue Musik in seine Sets einzubauen, dass man natürlich auch der Arbeits- oder der Hauptaufgabe eines DJs nachkommt. Das heißt, neue Musik dem Publikum beibringen. Und ja, das ist halt im Endeffekt das Gros meiner Arbeit, was kein Mensch sieht. Die, die Spaß haben, trinken, feiern und bin ich auf den Sack gehen. Als DJ ist es gibt immer diesen Spruch, man ist keine Jukebox. Das Schlimmste ist, wenn während man arbeitet, die Leute denken immer, man hat Spaß und kriegt Geld dafür. Es ist tatsächlich auch relativ viel Arbeit. Kommt auch immer auf die Musikrichtung drauf an, aber vor allem in dem Bereich, wo ich auflege, musst du relativ schnell arbeiten, musst dir sehr, sehr schnell neue Songs raussuchen, musst auch auf den Vibe reagieren von den Leuten. Wenn du ein vorgefertigtes Set hast, kannst du das nicht durchziehen, wenn du merkst, okay, die Leute sind nach 3 Songs immer noch nicht drauf. Und wenn dann Leute vor dir stehen oder die Partygänger vor dir stehen, die das Handy ins Gesicht halten und sagen, ich will jetzt unbedingt diesen Song hören oder ich will den Song nochmal hören oder Leute, die hinterm DJ-Pult langlaufen, Leute, die auf Boxen vor dem DJ-Pult tanzen, mit einem Bier rumschütten, dir das auf den Laptop kippen. Das sind Momente, die ich nicht so mag. Der Lockdown hat natürlich erstmal entschleunigt, aber grundsätzlich hatte es auch was Positives im Sinne von, man hat sich versucht, neu aufzustellen. Das heißt, man hat angefangen zu twitchen. Viele Clubs haben das gemacht, dass sie Twitch-Serien gemacht haben, um da natürlich das Partypublikum am Ball zu halten, auch das nachziehende Partypublikum irgendwie so ein bisschen abzuholen, die dann vielleicht, als der Lockdown losging, 16 oder 17 waren. So habe ich das auch gemacht, habe dann angefangen auf Twitch aufzulegen, habe aber relativ schnell gemerkt, das ist gar nicht so meins, weil es fehlt, als DJ ist es zwar schön, man kann seine Musik spielen, aber es fehlt das Feedback, das ist für mich immer das Wichtigste am Auflegen, dass man das Feedback von dem Publikum hat. Also grundsätzlich war der Lockdown scheiße. Gut, der typische Arbeitstag ist aufstehen, gutes Frühstück, dann langsam anfangen, sich vorzubereiten, gucken, ob man alles dabei hat. Vor allem, wenn man in eine andere Stadt fährt, ist das wichtig, wenn man, dass man alles zusammen hat und nicht irgendwie in Berlin dann steht und merkt, irgendwie fehlt mir der Laptop plus 3 Kabel. Das ist immer so das Wichtigste, was ich am Tag oder tagsüber mache. Dann natürlich auch nochmal komplett das Set durchgehen, was man aber schon die gesamte Woche vorher gemacht hat. Man sitzt ja nicht montags bis donnerstags da und schaukelt sich die Eier, sondern fängt halt schon an und bereitet alles vor. Und das geht man an dem Freitag, bevor es losgeht, nochmal alles durch. Dann kommt immer drauf an, wo man auflegt. Man ist meistens
der Erste mit dem Club, mit dem Barpersonal und dem Clubbetreiber, baut alles auf, guckt, macht einen Soundcheck, guckt, ob der Sound stimmt und dann setzt man sich nochmal hin mit dem Barpersonal oder mit dem Booker, raucht eine, trinkt was, lernt sich nochmal kennen, falls man sich noch gar nicht so persönlich gesehen hat und dann legt man auf. Und wenn dann irgendwann der Club geschlossen hat und die letzten Gäste gegangen sind, die Türsteher, die letzten Leute rausgekehrt haben, dann baut man alles ab und hat dann meistens noch einen komischen Heimweg oder einen komischen Weg ins Hotel, weil man doch schon relativ gerädert ist. Man war ja den ganzen Tag wach, man hat im schlimmsten Fall 8 Stunden aufgelegt und ist dann einfach nur noch groggy und geht dann ins Hotel und dann dauert es einfach, ehe man einschlafen kann. Also man hat immer noch irgendwie die Musik im Ohr, die Ohren dröhnen und man lässt einfach den gesamten Abend noch mal Revue passieren. Also das dauert schon noch seine Zeit, ehe ich dann komplett zur Ruhe komme. Okay, Musik wünschen. Ganz schlimm ist es, die meisten Musikwünsche, 80% der Musikwünsche sind E-Songs, die sowieso gespielt werden. Es sind die seltensten Fälle, wo Leute mit sehr, sehr speziellen Songs ankommen und sagen, oh, das ist, habe ich letztens erst gehört, das ist verrückte Buschmusik, die würde ich jetzt gerne hören. Das sind die seltensten Fälle, es sind meistens doch schon irgendwo die Floor-Filler, wie wir sagen, die sich dann gewünscht werden, aber zu den komischsten Zeitpunkten. Die Leute kommen auf Party, es ist 11.30 Uhr und man hat die ersten 2 Handys im Gesicht und man möchte das Hype-Lied Nummer 1 hören, was normalerweise 1.30 Uhr oder 2 Uhr kommt, wenn die Tanzfläche voll ist. Das ist ein No-Go, sich Lieder wünschen, die vor 5 Minuten gekommen sind und sagen, ich will das unbedingt noch mehr hören, weil es mein Lieblingslied ist. 0 Uhr sich Happy Birthday Songs zu wünschen, ist ein No-Go. Durchsagen zu machen, dass Käthe heute Geburtstag hat, ist ein No-Go. Also auf unseren Partys. Es gibt Schlagerpartys, da ist das, glaube ich, relativ firm, wenn man das macht. Aber an sich ist es schon, dass man dem DJ auf den Sack geht. Also der DJ arbeitet, der ist da nicht zur gleichen Intention da wie die Partygäste. Und ihm dann während seiner Arbeit aus dem Takt zu bringen, ist das Schlimmste, was man machen kann. Und wenn ein Publikum sich nicht benehmen kann, das finde ich auch ein No-Go. Wenn Jungs, Mädels auf eine ganz komische Art und Weise angraben, das finde ich sehr, sehr speziell. Da hat man auch selber immer noch mal ein Auge drauf und versucht dann auch die Securities da drauf zu lenken. Oder wenn einfach auch große Mädelsgruppen dann zu viel getrunken haben und auch leicht ausfällig werden, das ist auch relativ schwierig. Ja, und dann ist halt auch noch relativ schwierig, was auch ein No-Go ist, dass Leute, wenn man neue Musik vor allem spielt oder Musik, die die Leute noch gar nicht kennen, relativ schnell pikiert sind und dann aufhören zu tanzen, die Tanzfläche verlassen oder Buh rufen oder den DJ einen komischen Blick zu werfen. Das sind aber meistens die Songs, die dann in 2 Monaten sich mit dem Handy gewünscht werden. Die Leute sollten einfach mal sich locker machen und abwarten, was der DJ da fabriziert. Weil wir uns natürlich mit der Musik ein bisschen mehr auseinandersetzen als die Partygänger und den Leuten natürlich auch neue Musik zeigen wollen und einfach locker machen, sich kurz anhören, auch wenn man den Song nicht kennt, einfach weiter tanzen. Es gibt auch Momente auf einer Party, wo man mal zur Bar muss, der Club muss auch leben. Das heißt, man kann nicht 8 Stunden lang Konfettifeuer abbrennen, sondern es muss auch mal so ruhig Zeiten geben, wo man sagt, okay, ich gehe mal pullern und hol mir mal ein neues Bier. Gebt dem DJ Trinkgeld? Nein. Gute Tipps, also macht euch locker, geht nicht mit zu hohen Erwartungen in einem Club. Das heißt, hört nicht auf Spotify alle Sachen hoch und runter und sagt euch, genau die Songs werden jetzt in der Reihenfolge im Club kommen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp, den ich euch mitgeben kann. Habt einfach Spaß, genießt den Abend, lasst euch von der kompletten Flut an Leuten und an dem Vibe oder durch den Vibe treiben und geht dem DJ nicht auf den Sack. Komplett. Also ich finde, in den letzten gut Reisen tue ich so richtig 16 Jahre lang als DJ. Jede Stadt ist anders. Also Erfurt unterscheidet sich komplett von Frankfurt, von Berlin, von Hamburg. Früher war das immer noch so, vor allem auf Hip-Hop-Partys, wo ich unterwegs war, war der Osten immer noch relativ eine homogene Masse. Das heißt Leipzig, Chemnitz, Dresden und Erfurt, da waren die Partys relativ gleich. Die Musik war dieselbe, die gespielt wurde. Das Publikum war gefühlt vom Vibe her dasselbe. Aber jetzt hat sich das relativ schnell gewandelt. Es kommt auch immer auf den Club an. Deswegen, Erfurt hat schon einen sehr breit gefächerten Sound, aber allein durch die Studenten. Jedes neue Semester bringt einen neuen Vibe mit rein in die Stadt. Das finde ich spannend. Aktuell finde ich, dass es sehr, sehr Indie-lastig ist. Es kann aber auch Independent-Musik sein, das heißt Independent-Musik im Hip-Hop-Bereich, Independent-Musik im Rock-Bereich, Independent-Musik im Elektro-Bereich, weil allein auch so Medien wie Soundcloud gerade relativ viel das Publikum schulen und neue Musik an den Start bringen.